Sicherheit ist gegeben. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, oder? Souverän, Hans. In der Ruhe liegt die Kraft. Mhm. Oh ja, perfekt, Franzi. Okay, geht doch. Ich weiß noch, wie du hier angefangen hast. Oh oh. Lernt man das so in Berlin? Sehr witzig. Paragraph 25 SOG, Absatz 2. Was? Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, Kollegin Aslan. Mach dir nichts draus. Vor ein paar Monaten meinte er noch, ich soll lieber mit Dosen werfen. Auch witzig. Was steht denn in diesem Paragraph 25 SOG Absatz 2? Hamburger Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Regel den finalen Rettungsschuss, Kollegin. Berlin, meine Heimat. Übrigens, ich bin auch neu. Ich fange heute meinen Dienst an. Sieht man. Und du schon Kommissarin? Gehobener Dienst, ne? Hauptstädte denn mit schlechter Laune. Wir warten gerade noch auf deine Kollegin. Kollegin? Cool. Oh, bist ein Optimist. Cool. Sorry. Ich habe die S-Bahn verpasst. Du? Ja, die Hamburger S-Bahn ist pünktlich. Da kann man sich schon mal vertun als Berlinerin. Hi, ich bin Chris. Ach. So. Dann kann es ja mal losgehen. Wenn ich euch vorstellen darf. Pinar hinten mit R. Aslan kommt aus Berlin-Neukölln, ist eine erfahrene Kollegin, die sich hier sicher schnell zurechtfinden wird. Und unser Newcomer Christian vorne mit K. Freiberg kommt aus Hamburg-Wilhelmsburg, direkt von der Polizeischule, muss noch ein bisschen reifen, aber nur dienstlich. Privat ist der Mann schon um die ganze Welt gekommen. Ja, Chris reicht vollkommen. Damit euch der Einstieg ein bisschen leichter fällt, fahrt ihr erstmal mit erfahrenen Kollegen. Pinar, du fährst mit Hans. Und Chris mit Franziska. Franzi reicht vollkommen. Lass dich von ihm nicht irritieren. Er ist sehr schweigsam, aber das wirkt nur bedeutend. Ach, und Chris, lass dich von Franzi nicht vollquatschen. Das ist manchmal mehr, als man verdauen kann. Ja, Hans, Pina, bleibt ihr gleich einen Moment noch hier, bitte. So, ihr beiden kann gleich losgehen für euch, dass eine junge Dame, die eine Anzeige erstatten möchte. Worum geht's? Keine Ahnung. Ich glaube, sie weiß es selber auch nicht so genau. Interessant. Oder eine Spinnerin. Sag ja interessant. Jung, mein Kollege. Freiberg. Hallo, Tag. Hallo, hallo. Was können wir für Sie tun? Also, es geht nicht wirklich um mich, aber ich habe da so ein ganz ätzendes Gefühl. Na, dann erzählen Sie mal. Schreib's mit. Also, ich hatte gestern Nacht einen total irren Freier. Sie sind Prostituierte. Genau, mein Zucker. Selbstständig. Also, der Typ... Moment, wie viel Uhr waren das? So gegen eins. Jetzt erzählen Sie doch erstmal in Ruhe. Die Fragen kommen dann später. Also, ich arbeite von zu Hause. Der Typ hat sich vor circa 6 Wochen per E-Mail auf eine Anzeige von mir gemeldet. Wir haben uns verabredet, alles ganz normal. Aber dann hat der eine Perücke ausgepackt. Und den hier. Ein Arztkittel. Den soll ich anziehen. Doktorspiele. Ich sollte ihm sogar eine Spritze geben, aber sowas mache ich nicht. Aber gestern Abend, da war er anders. Total irre und ich habe echt Schiss gekriegt. Er hat plötzlich über mir gekniet und hat mich krass runtergedrückt und mir so Sachen geflüstert, voller Hass. Morgen bist du dran. Du hast Biss. Hat er versucht, mir mit einer Hand den Hals zuzudrücken. Man sieht nichts. Ich habe mich gewehrt und habe ihn angeschrien, er soll sich verpissen. Kam jemand zu Hilfe? Der Nachbar hat's gehört und hat an die Tür geklopft. Da ist der Typ über den Balkon abgehauen. Dass ich ihn noch anzeige, habe ich geschrien. Morgen bist du dran, hat er gesagt? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich mich damit meint. Aber der Hass war echt. Wo ist Hans? Der ist noch beim Chef. Hast du kurz Zeit? Ja. Gut, dann check doch mal, ob es in letzter Zeit mehrere solcher Vorfälle gab, ja? Mhm. Danke.
Haben Sie vielleicht noch die E-Mail von dem Freier? Ja. Ja, so viel zu Pinas ausgezeichneten Referenzen, mit denen sie hier nach Hamburg kommt. Wolf, das sind ziemlich viele Vorschusslorbeeren. Wo ist der Haken? Pina ist mit 18 Jahren zusammen mit ihrer Freundin des Nachts in einen Schusswechsel gekommen zwischen zwei Gangs. Und ihre Freundin ist gestorben. Das ist hart. Aber es gibt viele Kollegen, die wegen eines Schlüsselerlebnisses bei der Polizei gelandet sind. Ja, aber es ist noch härter. Die Hintergründe dieser Schießerei sind zwar nie aufgeklärt worden, aber es ist sicher, dass der Aslan-Clan dabei war. Aslan? Ihr Vater ist der Chef. Beiden Brüder sind auch dabei. Schutzgelderpressung, Drogenhandel, Schwerkriminelle. Pina hat sich zwar von der Familie losgesagt, aber in Berlin steht immer noch das Vorurteil im Raum, sie sei eine Informantin. Nachvollziehbar. Ich kenne Ihren Chef in Berlin. Der legt für Pina die Hand ins Feuer, aber er will natürlich möglichen Interessenskonflikten aus dem Weg gehen und hat sie überredet, hierher zu uns zu kommen. Und warum sollte ich das wissen? Halt einfach die Augen offen. Das hatte ich eh vor. Die E-Mail-Adresse können wir vergessen. Die ist von einem Webmail-Anbieter aus Russland. Da bekommen wir sicherlich keine IP-Adresse her. Mist. Ich konnte keine Meldungen oder Anzeigen mit Ähnlichkeiten finden. Okay. Der Kittel hilft uns auch nicht weiter. Da ist nur so ein QR-Code drin. Der muss mal zur KTU. Ein QR-Code? Lass mal sehen. Das ist ein Data-Matrix-Code. Das ist ähnlich, ja. Moment. Kann ich jetzt gehen? Moment. Wir bräuchten noch eine Beschreibung des Mannes. Und dann müssen Sie sich überlegen, ob Sie den Kerl anzeigen wollen. Nee, also ich will keinen Ärger. Ich wollte nur Bescheid geben, falls der Typ wirklich was plant. Der Code ist aus einer Wäscherei. Der Kittel gehört dem IKH. Notfallambulanz. Fachnummer 023. Das hilft uns doch schon mal. Ja, das ist, um Lieferungen hier besser zuordnen zu können. Für die Beschreibung gehen wir am besten ins Büro. Da haben wir mehr Ruhe. Jedes Detail zählt. Schon mal ein Phantom mitgemacht? Ja, wir sollten hier vorne noch ein paar Fotos machen mit ihr. Ja, gute Idee. Was wollte denn der Chef noch von dir? Personalkram. Also, falls ihr über mich geredet habt. Weißt du, in Berlin ist es üblich, dass sich Partner gegenseitig vertrauen. Und in Hamburg ist es üblich, dass die Partner sich das Vertrauen erst erarbeiten. Jetzt wirf doch wenigstens einen Blick drauf. Tausendmal gesehen oder auch gar nicht. Das Phantom wird es völlig nicht sagen. Der Mann ist Mitte 40, mittelgroß, dunkle Haare. Franzi, ich habe für sowas wirklich keine Zeit. Ich fühle mich weder bedroht, noch hätte ich mit irgendjemand eine offene Rechnung. In der 2 warten die Schnittverletzung. Gut. Frau Dr. Jonas, welches Wäschefach haben Sie? 23, wieso fragen Sie? Vermissen Sie einen Kittel? Ja, aber hier kommt öfter mal was weg. Kannst du ihr bitte mal das Foto zeigen? Ja. Die Prostituierte wurde von einem Freier gebeten, einen Kittel anzuziehen und eine Perücke aufzusetzen. Und mit der Perücke sieht sie dir verdammt ähnlich. Okay. Also ich habe genau 2 Ideen. Die sehen dem zwar nur grob ähnlich, aber das Alter passt. Beide haben mich massiv bedroht. 2 gleich. Frau Dr. Jonas, Polytrauma nach VU kommt gleich rein. Ah, der eine heißt Feldkamp. Er kam so circa vor einem halben Jahr mit seiner Frau. Sie hatte extreme Kopfschmerzen. Leider mussten wir nach einer Stunde den Hirntod feststellen. Sie hatte eine massive Hirnblutung. Und der Mann gab dir die Schuld? Ja, so ein Schicksalsschlag ist oft nur schwer zu verkraften. Der andere? Da weiß ich den Namen leider nicht mehr. Das war so vor 4, 5 Monaten. Eine Hochschwangere. Es gab Komplikationen. Totgeburt. Frauke weiß bestimmt den Namen, ja. Ich muss dann wieder. Dank dir. Frau Arndt, Jung vom PK 21. Wir bräuchten mal Ihre Hilfe bei der Identifizierung von Verdächtigen. Kontakt haben Sie ja. Also melden Sie sich bitte, ja? Wiederhören. Unsere Zeugin geht nicht ran. Das ist ja doof. Und du? Hast du die vollständigen Namen der Männer? Ja, der mit der verstorbenen Frau heißt Herwig Feldkamp. Und der sein Kind verloren hat, heißt Alexander Basedow. Super. Wir brauchen Adressen, Fotos und den Rest besprechen wir mit Haller. Willst du die beiden Männer befragen? Müssen wir, ohne Prostituierte. Während die beiden ermitteln, möchte ich, dass ihr auf Frau Dr. Jonas aufpasst. Personenschutz. Alles, was wir haben, ist doch nur ein vager Verdacht. Der Bericht der Prostituierten ist sehr beunruhigend. Und ihr ähnliches Aussehen und der Arztkittel stellen eine direkte Verbindung zu Frau Dr. Jonas her. Vermutlich heißt das sogar, dass er im EKH war, um den Arztkittel zu stehlen. Wir haben die Fotos. Beide passen vom Alter her genau auf die Beschreibung von Frau Arndt, der Prostituierten. Personenschutz? Wir halten uns ganz diskret im Hintergrund.
Aber ich würde wirklich sehr gerne hier ungestört meine Arbeit machen. Es besteht der dringende Verdacht, dass irgendein Verrückter dir das antun will. Was heißt denn dringender Verdacht? Das sind doch nur vage Vermutungen. Wir müssen das nicht diskutieren. Wir haben eine klare Anweisung bekommen und an die halten wir uns. Falsch. Ich muss das nicht diskutieren. Und das wäre wirklich sehr nett, wenn Sie mir nicht dauernd im Weg rumstehen würden. Ein bisschen Fingerspitzengefühl würde vielleicht helfen. Was? Soll ich Sie etwa überreden, sich von uns beschützen zu lassen? Ja, warum nicht? Aber wir sind schon noch Polizisten. Oder arbeitet man in Hamburg eher therapeutisch? Nee, aber mit Fingerspitzengefühl. Mach du die Befragung, ja? Wir reißen hier alte Wunden auf und es kann sein, dass der Mann unschuldig ist. Alles klar, verstanden. Herr Basidow? Was kann ich für Sie tun? Das ist ein 67er Oldsmobile Cutlass Supreme, hä? Ja. Turnpike Cruiser. 6,6 Liter, Lichtblock. Mit außergewöhnlicher Differentialübersetzung. Kennt sich einer aus? Ach, ich habe eine ganze Weile solche Schlitten hier in den USA überführt. Vom Südwesten bis an die Ostküste. Aber wir sind leider nicht zum Fachsimpeln gekommen. Sondern? Wir würden gerne mit Ihnen über Frau Dr. Jasmin Jonas sprechen. Was ist mit der? Wir gehen davon aus, dass sie bedroht wird. Lassen Sie mich in Ruhe. Was wollen Sie von mir? Herr Basidow, was ist damals passiert? Das wissen Sie ja wohl, sonst wären Sie nicht hier, oder? Wir kennen keine Details. Frau Dr. Jonas unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Sie hat mein Kind umgebracht. Jahrelang haben wir uns ein Kind gewünscht. Wir haben alles versucht. Hormontherapie, künstliche Befruchtung. Wir haben es schon fast aufgegeben. Aber dann, auf einmal, schwanger. Marie sollte sie heißen. Die Schwangerschaft verlief reibungslos. Zwei Tage vorher waren wir noch beim Frauenarzt. Alles in Ordnung, Herztöne gut. Aber dann bekam meine Frau dieses komische Gefühl. Es war mitten in der Nacht. Wir also los zur Notaufnahme. Zu Frau Dr. Jonas. Eine Stunde später kam Marie zur Welt. Tot. War da kein Gynäkologe dabei? Doch, klar. Warum haben Sie denn nur Dr. Jonas bedroht? Weil sie alles vertuschen wollte. Sie hat behauptet, Marie wäre noch im Mutterleib gestorben, aber das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Haben Sie eine Anzeige erstattet? Ja, sie decken sich doch alle gegenseitig. Da sagt keiner gegen den anderen aus. Ja, wenn es keinen Fall gab, haben Sie mal darüber nachgedacht? Du hast keine Ahnung. Keine Ahnung, was es heißt, wenn einem das ganze Leben auf einmal unter den Füßen wegbricht. Ich habe damals nicht noch mein Kind verloren. Halbes Jahr später hat mich meine Frau verlassen. Noch Fragen? Sie sind also alleine. Gehen Sie ab und zu Prostituierten? Was soll es? Können Sie bitte seine Frage beantworten? Nein. Ich vermisse die Liebe meiner Frau. Nicht den Sex. Herr Basidow, wir sind nicht hier, um die Umstände von damals zu klären. Das können wir auch gar nicht. Wo waren Sie gestern Nacht so gegen eins? Ihr wollt ein Alibi von mir? Was soll ich denn gemacht haben? Ein Alibi wäre gut. Hose, Peidel? Mhm. Bis wann haben wir gestern Abend Skat gespielt? So bis um zwei, oder? Ja, Alex, bestimmt. Wenn nicht länger. Danke, die Herren. Wo
Wieso bist du dir eigentlich so sicher, dass es nicht Basedow war, nur weil seine Kumpels ihm sofort ein Alibi gegeben haben? Ach, weißt du, mit der Zeit ist das ganz praktisch, sich eine gute Intuition anzueignen. Die hilft dann bei der täglichen Arbeit. Klar muss man weiterhin analytisch vorgehen, aber eigentlich ist so ein Bauchgefühl. Was? Das war gerade ein bisschen viel Text. Ist das, was Hans gemeint hat mit dem Vollquatschen? Sag mal. Ich bin nicht der Meinung, dass Basedow damit abgeschlossen hat. Das sagt einfach mein Bauchgefühl. Warten wir mal ab, was die Befragung des Taxifahrers bringt, okay? Ja. Es geht um Dr. Jasmin Junas, Herr Feldkamp. Die Ärztin aus dem EKH drüben. Der Name sagt Ihnen also noch was? Natürlich. Den werde ich wohl niemals vergessen. Sie haben ihr massiv gedroht. Ja, damals. In der Nacht, als meine Frau verstorben ist. Das war... Was ist passiert? Meine Frau und ich waren abends noch spazieren. Wir haben viel gelacht. Plötzlich bekam sie rasende Kopfschmerzen. Wir sind sofort ins EKH. Aber dort konnte man ihr nicht mehr helfen. Sie starb noch im MRT. Anna war, ist meine große Liebe, verstehen Sie? Und die Drogen? Jemand musste einfach Schuld haben. Wie kann man das denn sonst begreifen, hä? Ich vermisse sie immer noch. Sehr. Glauben Sie immer noch, dass Dr. Junas Schuld hat am Tod Ihrer Frau? Nein. Frau Dr. Junas wird in letzter Zeit bedroht. Mein Verhalten damals war unmöglich. Ich hätte mich längst entschuldigen müssen. Wo waren Sie gestern Nacht gegen eins? Ungefähr zu der Zeit habe ich ein Pärchen in der Heinheuerstraße abgeholt. Kam über die App rein. Können Sie das beweisen? Klar. Alle meine Touren werden elektronisch erfasst. Mein Chef hat die Daten. Und außer diesen beiden Männern, die Jasmin bedroht haben, erinnerst du dich an keine weiteren Fälle, die für uns in Frage kämen? Naja, kommt immer wieder mal vor, dass Leute sauer sind, weil sie zu lange warten müssen oder weil sie denken, Ärzte müssten zaubern können oder einfach nur, weil sie Arschlöcher sind. Aber gerade habe ich keine konkrete Idee. Frauke? Ja? Hier ist der Bericht von dem Beinbruch. Könnten Sie bitte die Frau informieren? Die Nummer steht hier. Ja, mache ich. Sag mal, findest du es sehr diskret, dass deine Kollegin mich wie ein Schatten verfolgt? Ihr kommt nicht einfach! Ruhig bleiben! Und weiter. Scheiße, Marie, ich hab tot! Ja, ganz ruhig. Liegen bleiben! Was liegt an? Eine lebendige Alkoholleiche. Er hatte Kopfplatzwunde, weil er nicht mehr stehen konnte. Quatsch, ich kann stehen! Hey! Die Wunde muss auf jeden Fall genäht werden. Wer bist du denn? Ich bin Dr. Junas. Ich kümmere mich um Sie, aber dazu müssen Sie meinen Kittel loslassen. Ab. Wenn dir noch was einfällt? Bist du der Erste, dem ich es sage. Genau. So, ich muss dann. Viel Spaß noch, ne? Danke. Haben Sie Schmerzen? Nee, Durst. Ey, Scheiße, fass mich nicht an! Hey, Sie müssen sich schon hinlegen, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Ich brauch keine Hilfe. Sagen Sie mal, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Er hat Sie angegriffen? Der Mann kann kaum stehen. Ja, aber raus! Oh, helfen Sie mal. Geht's? Uiuiui. Ja, super. So ist gut. Sie versorgen die Wunde bitte, ja? Mein Kollege kommt gleich. Oh. Bin ich froh, dass ich heute früher Feierabend habe. Dann bin ich euch endlich los. Ich fürchte nicht. Soll das heißen, dass ihr mich noch bis nach Hause verfolgt? Ich würde es mir nie verzeihen, wenn dir etwas zustoßen würde. Was war das denn? Der Typ ist auf Sie losgegangen und ich bin da, um sowas zu verhindern. Sowas kommt ja leider öfter vor. Aber Frau Dr. Junas ist eine sehr erfahrene Ärztin. Soll ich vielleicht erst abwarten, bis dann vielleicht was passiert und dann zugreifen? Frau Dr. Junas, die hat gleich eine Chefarztbesprechung. Wir gehen mal ein bisschen raus an die frische Luft. Bei Frau Hahn geht hier nur der Anrufbeantworter. Sie wird die Nacht über gearbeitet haben, also schläft sie. Da hat sie das Telefon bestimmt ausgemacht. Was mit dem Alibi von dem Taxifahrer? Das stimmt. Der Chef hat die Daten geschickt. Er hatte tatsächlich eine Fahrt zu der Zeit. Ja, wenn er denn am Steuer saß.
Ich glaube ihm. Intuition. Genau. Was sagt deine? Der hat damit abgeschlossen. Ich glaube ihm das auch. Also bleib Basedow. Bei dem du dir auch sicher bist, dass er es nicht gewesen ist. Wir müssen da auf jeden Fall noch mal hin. Ja, die Streichhölzer. Die Basedow benutzt hat. Die mit dem Kussmund. Ich habe das Logo schon mal gesehen. Aus dem Puff. Er trifft sich also doch mit Prostituierten. Du kennst dich aus mit Bordellen? In diesem Fall war es eher ein Junggesellenabschied. Das ist doch nicht meine Art von Humor. Franzi, guck mich doch mal an. Meinst du, so ein betörendes Exemplar hat es nötig, für Sex Geld zu bezahlen? Hm? Sie schon wieder. Mein Kollege hat noch eine richtig gute Frage an Sie. Wir hatten gestern Abend beim Skat gewonnen, Herr Basedow. Sie? Heidel oder Hose? Heidel? Ja, Peidel hat gewonnen. Aber das können Ihnen die Jungs sicher bestätigen. Hose, Peidel? Ja, ja, ich mach das schon. Sie sind der Peidel? Peidel ist mein Spitzname. Lange Geschichte, ich heiße Manfred. Super, Manfred. Wir hatten gestern beim Skat gewonnen bei euch. Hose, ich meine Horst. Auch eine lange Geschichte. Herr Basedow, bleiben Sie immer noch dabei, dass Sie gestern Skat gespielt haben? Was war denn das für ein Griff, mit dem du den Kerl aufs Kreuz gelegt hast? Judo? Yui Shinkan Karate. Der Griff heißt Nagewasa. Bist wohl ziemlich gut in diesem Yogi-Dings da. Ich mach das schon seit etlichen Jahren. Ist dir lieber als Schießen, was? Das ist effektiv. Du kannst damit so gut wie jeden Gegner aus dem Spiel nehmen. Naja, so groß war er ja nicht. Er war auch nicht schwer und außerdem sturzbetrunken. Er hätte auch keine Chance gehabt, wenn er 2 Meter groß gewesen wäre und 120 Kilo gewogen hätte. Jetzt nimmst du den Mund aber ziemlich voll. Mit so einem Griff legst du einen richtigen Kerl nicht aufs Kreuz. Nee. Willst du mal ausprobieren? Was? Alles okay? Wie ist das denn passiert? Nagewasa. Was? Das ist Japanisch. Und heißt, ich bin ausgerutscht. Seit wann sprichst du denn Japanisch? Das ist doch egal. Auf jeden Fall sind das nur leichte Prellungen. Das geht von ganz alleine wieder weg. Okay. Vielleicht ist das ja gar kein Patient. Der Typ, der es auf Sie abgesehen hat. Das könnte doch auch jemand aus dem privaten Umfeld sein. Vielleicht ein enttäuschter Lover, ein Ex-Freund? Wie sieht's denn da bei Ihnen aus? Ja, ich meine, auch Ihr Leben wird ja nicht nur aus Arbeit bestehen. Sie tragen keinen Ehering. Sie haben doch bestimmt irgendwelche Männerbekanntschaften gemacht. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Mein Privatleben geht Sie überhaupt nichts an. Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nicht in diesem Ton mit mir reden würden. Ist die immer so? Eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht, was dein Gefühl dir sagt, aber für mich scheint es so, als hätte ich bei ihr ins Schwarze getroffen. Herr Basedow, Sie haben kein Alibi. Es wird Zeit, dass Sie mit uns reden. Außerdem haben Sie uns ein zweites Mal angelogen. Wieso ein zweites Mal? Ihre Streichhölzer. Darf ich? Die sind aus einem Puff. Sie treffen sich also doch mit Prostituierten. Und diese fiese Nummer mit Lena Arndt haben Sie auch durchgezogen. Blödsinn. Die lagen am Tresen. In der Capri-Bar. Wo ich gestern die ganze Nacht war. Gut. Werden wir überprüfen. Stellt sich nur die Frage, warum Sie uns ein falsches Alibi aufgetischt haben. Ich wollte, dass diese Frau Doktor bezahlen muss. Aber ich bin für sowas nicht der Richtige. Und als Sie mich nach einem Alibi gefragt haben, dachte ich mir, da muss ich doch was ausgefressen haben, oder? Wenigstens in den Augen meiner Kumpels. Sie haben das falsche Alibi benutzt, um vor Ihren Kumpels gut dazustehen? Ja. Jasmin? Was gibt's denn noch? Ich glaube, dass meine Kollegin mit ihrer Vermutung, es könnte etwas mit deinem Privatleben zu tun und vielleicht doch nicht so falsch lag. Ich möchte dich einfach noch mal bitten, darüber nachzudenken. Vielleicht fällt dir jemand ein.
Nein. Wenn ich da eben etwas zu forsch nachgefragt habe, dann tut's mir leid. Vielleicht haben Sie ja wirklich kein Privatleben. Dann war das ziemlich übergriffig von mir. Frau Dr. Jonas hat sehr wohl ein Privatleben. Was denken Sie eigentlich? Frauke. Ja, und sogar ein ziemlich turbulentes. Frauke. Krass war zum Beispiel dieser eine Typ, der hier ständig aufgekreuzt ist und 10-mal am Tag angerufen hat. Das ist noch gar nicht so lange her und sieht dem hier ähnlich. Was war das für ein Typ? Ach, das ist doch unwichtig. Frau Dr. Jonas hat ihm am Ende sogar mit einer Anzeige gedroht, wenn er sich hier noch mal blicken lässt. Ja, da hat er es dann kapiert. Ich sag euch, enttäuschte Liebhaber. Das war wirklich sehr diskret. Danke, Frauke. Oh. Ich sag jetzt nichts mehr. Also gut, er heißt Sven Nolte und ich habe ihn über eine Partnervermittlung im Internet kennengelernt. Ich habe das auch schon mal gemacht. Was? Waren Sie ein Paar? Weiß nicht. Auf jeden Fall waren wir ein paar Wochen zusammen. Aber verliebt waren Sie in ihn? Ja, aber das wurde sehr schnell sehr komisch. Er war sehr übergriffig. Er wollte sofort heiraten und zusammenziehen. Und dann hat er auch so eine Art Kontrollwahn entwickelt. Also der wollte immer genau wissen, wo ich bin, was ich mache, mit wem ich mich treffe und all dergleichen. Mir ging das dann ziemlich auf die Nerven und irgendwann habe ich Schluss gemacht. Wie lange ist das her? Vielleicht so 3 Monate. Seitdem habe ich auch nichts mehr von ihm gehört. Jasmin, wir brauchen die Daten von diesem Sven Nolte. Chris kommt gleich mit dem Foto. Und was denkst du? Enttäuschte Liebe erklärt die Übergriffe auf die Prostituierte wahrscheinlich am besten. Sven Nolte, das Foto haben wir vom Internetauftritt der Chemiefirma, an der er arbeitet. Er ist der Laborchef. Ja gut, dann fahrt hin und befragt ihn. Er hat sich leider krank gemeldet. Wir müssen also zur Wohnadresse. Ist nicht da. Merkwürdig, wo er noch krank gemeldet ist. Wo willst du hin? Wieso? Ja? Tag, Hamburger Polizei. Wir sind auf der Suche nach Herrn Nolte. Der ist vor ein paar Minuten gegangen. Sind Sie sicher? Ich bin sicher. Ist hellhörig hier. Ich höre von dem jeden Schritt. Okay. Danke. Wo ist der hin? Apotheke? Keine Ahnung. Weißt du, was mir Sorgen macht? Dieser Satz, morgen bist du dran. Es wird Zeit, dass wir die Prostituierte erreichen. Die kann ihn vom Foto identifizieren. Ja, wir fahren zu ihr. So, ich gehe jetzt nach Hause und da möchte ich euch wirklich nicht dabei haben. Jasmin, komm, sei vernünftig. Aber eure Kollegen kümmern sich doch schon um Sven. Also vor wem wollt ihr mich beschützen? Erstens wissen wir nicht, ob Sven Nolte der Richtige ist. Und zweitens haben unsere Kollegen ihn noch gar nicht gefunden. Dann helft ihnen doch bei der Suche. Ich gehe jetzt jedenfalls nach Hause. Aber danke für eure Mühe. Tschüss. Alles okay? Ja, wenn du mich nicht gerade zu Tode erschreckst. Sind wir umsonst durch die halbe Stadt gefahren? Lena ahnt es nicht zu Hause, geht nicht ans Telefon. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen sie finden. Naja, sie ist selbstständig. Ich hatte ein ganz normales Leben, ist shoppen oder bei ihrem Freund. Ich glaube nicht, dass sie selbstständig ist. Dieser Nachbar, was ist mit dem eigentlich? Der geklopft hat, weil er angeblich so besorgt war. Du willst mal zu ihrer Wohnung. Genau. Wir müssen den Nachbarn finden. Halt mal. Und du solltest mal über eine gesündere Ernährung nachdenken. Zu viel Fastfood geht nicht nur ins Geld, sondern irgendwann auch mal auf die Hüfte. Hm. Eine richtige Kollegin? Koriander?
Hallo, Jasmin. Sven, Tag gehabt. Sven, wie bist du hier reingekommen? Den habe ich mir damals nachmachen lassen. Freust du dich gar nicht, mich zu sehen? Was willst du? Bisschen plaudern über die alten Zeiten. Setz dich doch. Suchst du das hier? Gib mir das Handy oder verschwinde! Du sollst dich hinsetzen. Aber der führt zum Balkon und der ist zu hoch. Also wenn hier jemand rein will, dann muss er hier durch. Das war ein großer Fehler von dir, dass du mich abserviert hast. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche nach einer Frau wie dir. Dann hatte ich dich endlich gefunden. Und du? Du kennst mich doch gar nicht. Oh doch. Sven, bitte. Du kennst mich noch nicht richtig. Wir könnten uns einen guten Wein aufmachen, nicht? Ich habe einen sehr guten für eine besondere Gelegenheit. Lass es! Es sieht so aus, als würde Frau Jonas heute früh ins Bett gehen. Polizeiarbeit ist nicht immer nur Action. Du hast immer wieder einen exzellenten Geschmack. Polizei, machen Sie bitte die Tür auf. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Wir suchen Frau Arndt aus dem Erdgeschoss. Ja, keine Ahnung. Lena Arndt, Sie müssen der nette Nachbar sein, von dem sie gesprochen hat. Ich habe mit der nichts zu tun. Sorry. Aber gestern Abend haben Sie ein Geräusch gehört. Ja, das stimmt schon. Wissen Sie, was Frau Arndt beruflich macht? Ich glaube, sie ist eine Nutte, aber das ist mir egal, ehrlich. Was ist denn da gestern passiert? Ja, ich habe was gehört, dann bin ich runter und hab geklopft. Moment, Sie haben aus Ihrer Wohnung im Dritten Frau Arndt im Erdgeschoss gehört? Ja. Sorry, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Sind Sie allein? Ja. Und jetzt raus hier. Hey, raus aus meiner Wohnung, Frau Arndt! Auf die Liebe. Was willst du, Sven? Was meintest du damit, dass ich dich nicht kenne? Weißt du, was ein Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist? Natürlich weißt du das. Du bist ja schließlich Ärztin. Menschen verletzen Angehörige, um Aufmerksamkeit von Ärzten zu bekommen. Meistens tun Mütter ihren Kindern solche Dinge an. Ganz genau. Meine Mutter hat mich jahrelang mit schwer nachweisbaren Stoffen systematisch vergiftet. Ich habe meine halbe Kindheit im Krankenhaus verbracht. Sie liebte die Rolle der aufopferungsvollen Pflegerin eines vermeintlich kranken Kindes. Die Opferrolle. Dabei war ich das Opfer. Das ist schrecklich. Das tut mir wirklich sehr leid. Es war eine Ärztin, die ihr schließlich auf die Schliche kam. Tolle Frau. Klug, warmherzig, wunderschön. Genau wie du. Das da unten ist eine Modellwohnung, oder? Arbeiten da noch andere? Ja. Wenn Sie wollen, dann kann das jetzt vorbei sein. Weißt du?
Ich war wie elektrisiert, als ich dich damals gefunden hatte. Ich wollte, dass du mich auch rettest. Aus meinem Leben ohne Liebe. Hast du deshalb mit mir was angefangen, weil ich Ärztin bin? Auch, ja. Es hat einfach alles so perfekt gepasst. Du hast es einfach weggeworfen. Du tust mir weh, Sven. Das muss ich leider, Jasmin. Und Sie sind sich ganz sicher? Ja. Das ist der Mann, der mich gewürgt hat. Vielen Dank, Frau Arndt. Sie haben uns sehr geholfen. Das ist alles Schwachsinn hier. Ohne Ihre Aussage haben Sie gar nichts. Und Lena weiß, was für Sie gut ist. Frau Arndt hat Ihre Aussage längst gemacht. Und Sie sind vorläufig festgenommen wegen Zuhälterei und Körperverletzung. So, ich sehe, was du davon hast. Schlappe! Peter 21-3 für 21-2 Anton kommen. 21-3 hört. Lena Arndt hat Sven Nolte eindeutig identifiziert. Peter 21-2 Anton verstanden. Wir halten hier die Stellung. Sollen wir Frau Jonas jetzt informieren? Erzähl mir mehr von deiner Kindheit, das interessiert mich. Ich könnte uns auch noch einen Wein aufmachen. Ich habe noch was vor mit dir. Glaubst du, du bist der Einzige, der vom Leben und von der Liebe enttäuscht ist? Ich habe mir das doch auch alles anders vorgestellt. Wovon sprichst du? Glaubst du, ich finde es gut, eine Frau ohne Mann und ohne Kinder zu sein? Eine, die nur den Beruf hat, der sie auffrisst und die immer und immer wieder dieselbe Erfahrung macht, dass es anscheinend auf der ganzen Welt keinen einzigen Kerl gibt, der zu mir passt? Du hättest mich haben können. Ja, und ich fand dich auch toll. Du bist ein Mann mit Manieren, du siehst gut aus, du bist charmant, intelligent. Wenn Frau Jonas wieder genervt ist, kannst du mir die Schuld geben. Du hast ja recht, aber das von Nolte sollte sie schon erfahren. Hans! Oh, verdammt. Du hättest mir nur ein bisschen Zeit geben müssen. Aber es ist doch noch nicht so spät. Wir haben bestimmt noch eine Chance. Ich könnte über den Balkon in die Wohnung. Gut. Peter 21 für Peter 21-3, Anton, komm. Peter 21 gehört. Das kann wieder richtig gut werden zwischen uns. Du bist echt clever. Aber leider glaube ich dir kein Wort. Ich bin im Gang. Ich bin jetzt im Hausflur. Ich kann es langsam und friedlich einschlafen und nie wieder aufwachen. Jasmin? Kein Mucks. Polizei! Polizei! Lassen Sie die Frau los, nehmen Sie die Hände nach oben! Legen Sie die Spritze weg! Nee, nehmen die Knarren runter! Sonst sind Sie tot! Na los! So ist gut! Du auch! Na los! Ganz gut! Oh Gott, mein Rücken. Warum tut mir ausgerechnet mein Rücken jetzt weh?
Laber keinen Scheiß! Du nimmst jetzt deine Handschellen und fesselst dich an die Heizung! Na los! Jetzt! Alles okay? Ja, ja. Gar nicht schlecht, dein Yogi-Dings da, Karate. Hast dir eine Menge Vertrauen damit erarbeitet. Ich wusste gar nicht, dass du so krank bist. Danke. Danke, dass ihr da wart. Ich habe die Situation total unterschätzt. Wie geht's, Jasmin? Geht gut. Und Nolte wird schon von der Kripo vernommen. Ach, perfekt. Und übrigens, mit Pinar geht ganz gut, ne? Freut mich für euch. Chris ist auch ein ganz smarter. Und so schön knackig. Eifersucht steht dir. Und, wie lief's? Mit dir?